Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabelsalat. Wir spielen Battlezone, falls man es sehen kann bei Madin. Jo, ich bin ein Panzer. Genau, wir haben Panzer ausgewählt und machen jetzt, weil es leider nicht anders geht, die Tutorial-Mission. Was ein bisschen doof ist, aber kann man zwar. Aber da könnt ihr wenigstens nochmal alles sehen, wie das so aussieht, grafisch. Ja, und es sieht Hammer aus. Aber das geht eigentlich recht schnell, diese Mission, also keine Angst. Wir können uns gleich nochmal umgucken, da sehen wir auch den Beefy wenigstens. Wenn wir gleich hier nach vorne geflitzen. Übrigens ein weiteres Spiel, wo ich wahrscheinlich keine Motion Sickness habe. Das Spiel ist wunderbar. Wo ist denn der Martin? Das Beste ist, ich habe einen Feuerlöscher hier an Bord, das ist schon mal sehr gut. Und LED-Beleuchtung an mehreren Positionen, was auch sehr wichtig ist bei mir, bei meinem Panzer. So, jetzt bin ich auch da. So. Und wie ihr seht, kann man die Waffen relativ gut auch über sich erkennen. Sehr gut. Opening. Komisch, wir spielen immer die Tutorials, habe ich das Gefühl, bei den Spielen, obwohl wir nicht gleich drauf wollen. Ich verballere meine Munition mal nicht. Ach so, ja, stimmt, das ist auch ein wichtiger Faktor im Spiel, Munition und Schild. Ja. So, alles klar. Let's go. Turbo. Wir werden sie ab. Wo sind die Bösen? Wo sind die bösen Jungs? Schilde auf Maximum. Oh mein Gott, ich hab den Feind hier. Okay, ich hatte ihn. Oh! Ich wechsle die Waffe. Und im Spiel selbst aber können wir nach einer Zeit auch die Waffen dann tauschen. Beziehungsweise können verkaufen oder halt noch weitere an unserem Panzer dran bauen. Toll. Und das Wichtige ist, es geht immer den Geschossen auch nicht so gut zu ausweichen. Warte mal, da kommen mehr Gegner hinter uns irgendwo. Da. Waffen ausgerichtet, Schuss! Yeah, Mann! So. Okay, ich habe auf meiner Seite auch noch einen Panzer, ich komme nicht drum. Und wir teilen uns die Herzchen, die Leben, die wir haben. Das heißt, genau. Wenn einer Kacke baut, hat der andere Pech. Boah. Richtig. Mit ausbaden. So, Panzer, Türmchen. Und das Ziel ist es, am Ende zu einem Vulkan zu kommen, aber das entscheidet sich deutlich schwieriger, als es sich erstmal anhört. Weil der Spiel Schwierigkeitsgrad doch sehr, sehr knackig ist. Selbst auf leicht. Selbst auf leicht ist es nicht leicht. Ja, noch. So, wo sind wir denn jetzt? Da hinten. Das UFO abschießen. Ja. Ich habe zwei Flugeinheiten. Jawohl, UFO ist weg. Sehr schön. Oh, ich wurde getroffen, aber alles okay. Yeah! Erfolgreich. Mission geschafft. Wow. So. Kurz die Motion Sickness bekämpft, indem das Schild hochgefahren wird. Und jetzt sehen wir mal, wie viel Geld hat jeder eingenommen. Yeah! Ich habe ihn vielleicht nur einmal besiegt in diesem ganzen Ding. Bis jetzt. Ja. So, und jetzt können wir uns Missionen die nächsten auswählen. Ihr seht da oben diese Leiste, die sich jetzt hier füllt. Das bedeutet, irgendwann kommt dieser blaue Megapanzer aufs Feld. Und können wir kein Herz leisten, leider. Ich schätze mal, ich schicke mal eine Sonde los. Dann können wir mal gucken, was so abgeht. Verteidigen, alles drei. Ja, super. Hat sich ja voll gelohnt. Egal, machen wir einfach eine. Ja, wir können leider noch nichts hier aufrüsten, weil noch haben wir zu wenig Geld. Genau. Ihr seht da unsere Geldstände und dafür müssen wir Leben, Waffen und Upgrades für unseren Panzer kaufen. Und da seht ihr, das Navi ist hochgefahren und jetzt geht's ab. So, alliierten Stützpunkt. Wenn wir jetzt verlieren sollten, also wenn wir jetzt nicht abgeschlossen sind, wenn das Ziel, sondern das Ziel zerstört wird von uns, ist nicht schlimm. Gilt trotzdem als geschafft, aber wir kriegen halt weniger Geld. Kein Geld. Genau. Wir kriegen kein Geld.
So, ich werde hier beschossen. Oh, voll reingeflogen, ey. Fuck. Aber wir können uns gegenseitig heilen, das ist das Gute daran. Ich muss Heilung haben, ich bin kaputt. Ah, verdammt. Ja, Nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Toll, der hat sich hier einer geheilt. Ich muss kurz die Waffen wechseln. Ich hab nämlich keine Mut. Ja, yeah, Mann. Da ey, der hat ja zielsuchende Dinger auch. Fuck, komm mal her, ich brauche Heilung. Heilung? Wo bist du denn? Ja, danke. Ja, das sieht jetzt. Ist wichtig in dem Spiel, dass man sich mal nebeneinander steht und die Leben wieder aufbaut. Wie sieht's aus bei dir mit Leben? Ja, ein Drittel. Na ja, gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Ich schieße derzeit das UFO ab. Komm, ich will den letzten Treffer. Nein! So, ich bin halb gefüllt. Wollen wir mal los wieder? Jo. Ah, bei mir sind die Schilder unten. Ja. Oh, Scheiße, ich muss nachladen. Hui. Da oben ist unsere Base dann gegriffen. Das wirkt jetzt noch relativ einfach eigentlich, aber glaubt ihr, es ist nicht so leicht wie es. Es wird gleich wesentlich schwerer. So. Welle abgeschlossen. Yeah, Mann! Aber wir sind noch nicht fertig. Angriff! Autsch. Heil ich dich wieder. Ja, ich bin extra zu dir gekommen. Weil ich dachte, ey. Halt's du mal. What the fuck? Ich werd schon wieder beschossen hier. Oh shit. Und schon wieder ein UFO. Kurz die Waffen wieder wechseln. Mega Angriff! Flugzeuge. Ja. Ich hab welche im Visier. Noch einer. Ups. Jawohl. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, wie bei mir die Power momentan aussieht, aber ich glaube gut. Also siehst du doch am Rand, oder nicht? Stimmt, ich sehe sie am Rand. So, das war die zweite Mission. Erfolgreich abgeschlossen. Ach so, das war's schon. Oh, ich dachte, da kommt noch eine Welle. Ja, wir mussten ja nur unsere verteidigen. Yeah! Yes. Fuck! Yeah! Schon wieder. VA-Schütze, Mann! VA-Schütze, weißt du? Jetzt habe ich schon in die Kamera gezwinkert, weißt du? So drin bin ich. Oh Gott. Sehr gut, sag ich dazu nur. Sehr gut. So, wie ihr seht, hier kann man die ganzen Mods installieren. Zum Beispiel Frontschilde, linke Schilde, rechte Schilde. Ne, wenn man das aktivieren will, einfach gedrückt halten und zack. Mod 1 aktiviert. Was? Zack. Der nächste Mod würde 750 kosten, kann ich auch noch kaufen. Und ich tue ihn auf den linken Schild. Und der nächste Mod kostet 1000. Und den packe ich aufs... Du kannst schon was kaufen? Auf Heilen. Ja, du kannst mit R1 die Upgrades hochrüsten. Mit R1? Ja. Ach, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Okay. Frontschilder. Ja, das habe ich jetzt aber auch gerade zum ersten Mal gesehen. Seht ihr mal, direkt mal was Neues. Achso, ich kann nur einmal modden. Achso, ich kann einen Mod kaufen. Ja, Punkte dann ich drauf drin. Installieren. Erfahrene Piloten sind zufrieden mit den neuesten Panzer-Upgrades. Glückwunsch an das R- und D-Team. So, bist du bereit? Ich bin ready. Das ist die Frage, was wir machen. Achso, du hast schon entschieden. Sturm. Ja. Sturmangriff. Genau, jetzt haben wir die Schilde auch verstärkt. Jetzt können wir locker hier angreifen. Und ich habe auch auf Heilen einen mehr. Ja gut, ich habe leider nur die Schilde einen auf hoch gemacht. Ja. Weil die Mods wurden dann nämlich echt teuer. Ja, die werden natürlich werden die teuer. Oh Gott, genauso schlimm wie die Leben. Ach ja, Leben. Hacken Sie die Kontrolltürme, bevor die Informationen übertragen werden. Alles klar. Das können wir ganz schnell machen. Auf geht's, Beefy. Jo. Raketen.
Auf den Turm. Yeah. Das ist der nächste große Turm. Wow. Dass ich so Schilde hab, ey. Ah. Ich hab voll einen auf die Nase bekommen. Echt? Kaputt oder nur? Nein, nein, ich bin heile. Okay, den nächsten. Angriff. Hinter uns kriegen wir ordentlich einen auf den Sack, aber wir sollten es eigentlich locker hinkriegen, ja, zu hacken. Ich bin auf dem Weg. Ihr seht diese blauen Sachen, die ich immer einsammle. Das ist das Geld. Das, was ich wirklich versuchen muss, vor Beefy einzusammeln. Super, hacken. Go, da hinten kommen sie nämlich schon. Ja, ich hab schon gesehen, ich bin dabei. So, Ziel erfolgreich abgeschlossen. Sauber. Wir sehen, so spielt man muss gar nicht hier alles zerstören, sondern es reicht schon aus, wirklich diese Missionsziele zu erfüllen. Und damit ich jetzt auch mal gewinne. Du denkst aber, du gewinnst jetzt. Und dann komme ich. Roms! Damn it! Das war mal anders. Ja. Ja, das Spiel ist auch doof. So, ich kaufe jetzt aber erstmal ein Leben. Ja, mache ich auch. So, ein Leben, wie ihr seht, 1000, ganze 1000 Credits, habe ich noch 35. Gut. So, ich kann auch nicht mal eine Sonde schicken, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Also, wir müssen sowieso diese Schildgeneratoren alle fertig machen. Aber das wird nicht so leicht. Wie ihr seht, das sind viel, viel mehr als sonst. Sonst haben wir vielleicht so 4 Stück gehabt. Wir werden aber auch nur so lange spielen, bis wir kaputt gehen. Also das dauert aber nicht lange. Ich schätze mal noch so 2 Runden, 3 Runden. Dann sind wir so Hallo! Es ist realistisch, wir sind noch nie so weit gekommen. Also das erste Schild haben wir meistens geschafft, aber dann... Ja, wobei, das stimmt meistens. So, nach dem Schild geht's bergab. Ja. Weil dann werden die Gegner, die werden ja auch bei jeder Welle stärker. Darauf muss man ja auch mal hinweisen. Ja, eigentlich war mein Ziel jetzt in dem Video, dass wir mal die Nemesis sehen. Ach so. So, ich bin da hinten beim Panzer. Ach, Schildpisser. Mein Gott, wie ihr seht, ich kann echt gut schießen. Jawohl. Reaktor zerstört. Ja, meine auch gleich. Ich brauch Beefy. Ich komme! Mach doch. Versuch dich zu heilen! Oh! Boah! Oh! Geld, 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 Geld! Fahr nicht so schnell, ich kann ihn nicht heilen! Okay! Oh! Da kommen Flugobjekte hinter uns. Ja, und ich hab Türme hinter uns. Autsch. Oh, ich bin platt. Ich brauche Hilfe. Leben, oh nein. Vorsicht, wir sind Turm direkt. Ich guck mal, ob ich Beefy irgendwo sehe. Da ist Beefy. Ach du Scheiß, da oben direkt. Naja, aber... So, jetzt halt. Seht ihr, wie er mich aktiv wiederbelebt? Das Gute ist, wir sind hier relativ gut geschützt. Da hinten kommt zwar ein Panzer an, aber da kümmert sich ja Beefy schon drum. Und da kommt noch einer. Also nicht mehr lang, ich habe schon die Hälfte wieder an Wiederbelebungspunkten. Ja, das wird. Das wird. Ja, ja, ich spüre es. Alles hier am Blinken und am Kritisch sein, aber... Da, ich bin wieder da. Achtung, da ist noch so ein Turm. Ja. Ich kümmere mich drum. Ja Mann, wir haben ihn. Ich hacke. Ich wechsle mal kurz die Waffen auf. Wow, wow, wow. Hack wird vorbereitet. Wo bist du? Lass uns mal zusammenstehen. Ach, da ist... Ja, Moment. Ich muss hier ein paar Panzer platt machen. Hack wird angesetzt. Ich hab's gleich. Ich hab ihn. Ziel erreicht. Sauber. So,
Nächstes Ziel erreicht. Das ging als. Ich bin nur einmal gestorben. Ja, aber wir mussten kein Netz einsetzen. Ja, weil ich ja frühzeitig geschrien habe. Hilfe! Ach, jetzt kommt er wieder, ey. Krieger! Das gibt's nicht, ey. Das gibt's. Ich habe ihn erst einmal besiegt, den Beefy dabei.